Hallöchen und herzlich willkommen zu einer niegelnagelneuen Folge von Wildstar mit mir, Zabex. Wir befinden uns nun wieder bei den Wasserleuten, denn wir wurden jetzt dorthin gebeten, nachdem wir es dort abgeschlossen haben. Wo ich dann jetzt mal vermute, ich hätte erst dorthin gehen müssen und dann hierher. Dann macht das voll Sinn. Hi. Wir verlangen, dass du sprichst. Ja, das mache ich. Ein Fremdling, was hast du hier verloren, Draken? Was führt dich zu diesen Jüngern? Es muss einen Grund dafür geben. Ich bin hier, um zu helfen. Hilfe von einem Fremdling. Unerwartet. Okay, er ist nicht glücklich über die Hilfe. Und hier werden wir zurückgeschickt. Und das Ding ist alles noch unklar. Und da auch. Oh Gott, dann ist das wohl heute diesmal eine Teleportationsfolge, denn um erstmal den richtigen Pfad des Weges zu finden. Oder so. Ich weiß es nicht, was heute passiert. Dann wir haben ja noch Quests. Okay. Wir sehen uns bei dem nächsten Ziel. Wie kommt man denn dorthin? Okay. Wir sehen uns. Bis gleich. Tschüssikows. Ja. Bis gleich. Teleportation! So, mal gucken. Ich bin jetzt hier. Dort hinten wusste ich jetzt nicht, wie man dort hochkommt. Aber hier kann man irgendwas für ein Panorama aufnehmen. Was ich anscheinend verpasst habe. Da muss man dann irgendwie hier hoch. Das sind irgendwelche Yetis, die Sachen werfen. Voll gemein. In die Richtung. Ist noch da. Aber ich habe keine Ahnung, wohin genau. Da? Vielleicht hier ganz oben auf der Spitze. Ah, ich verstehe. Hier oben. Für dieses Panorama-Ding. Ah, noch nicht ganz. Ganz an der Ecke. Zackebumse. Hallöchen. So, da hätten wir einen schönen Überblick jetzt auch von dort. Und dann... Hey, ich frag mich, was da ist und dort ist und hier ist. Da, wie man da hochkommt. Ich probiere es hier nochmal einfach. Oder irgendwo anders. Wir sehen uns irgendwo anders. Let it drop! Oh, shit. Oh shit. Woo. So. Wir befinden uns nun hier. Und dort kommt man auch da hoch. Da ist auch der Trommel. Warte. Was ist das denn? Herausforderung beginnt. Lauf zum Gipfel des Berges. Alles klar. Ah, okay. Das sind Lawinen. Dürfen wir uns nicht erwischen. Nice. Turbo. Wir haben noch 15 Sekunden. Dort hoch? Ist das alles? Goldrang verliehen. Das war ja... Was war das denn? War ja gar nichts. Okay. Ausrüstungskiste des Herausforderers. Ja. Boom, boom, boom. Was ist das denn? Boom, boom, boom. Ja, kann man als Heiler, glaube ich, ganz gut usen. So, nun sind wir hier oben. Hier müssen wir auch das Panorama setzen. Achso, mehr dort. Okay, jetzt aber. Oh Gott, genau neben mir. What, so viele? Warum so viele? Oh. Ich sehe nicht viel. Ah, hier noch Proben werden genommen. Ich verstehe, das macht Sinn. Der Strom half uns bei der Schöpfung. Die Meister schufen den Strom, das Kind.
zerstörte den Strom. Oh, 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 oh. Okay. Nun gut. Das war das. Da ist eine Lawine. Warum sollte man denn hier so langsam sein? Ich verstehe es nicht. Nun, begeben wir uns hier oben oder nach da. Mal sehen. Bis gleich. Hui! So, nun, wir sind wieder bei den Zombies hier oben, wo ich mich schon letztes Mal fragte, was soll ich hier? Wir sollen dem Typen aber einfach nur helfen. Du sollst Hortens folgen, das Feuer wird nicht ewig weiterbrennen. Ja? Hallo? Warum geht er denn nicht weiter? Ich dachte, da läuft. Nee. Hä? Oh, da helfen wir gerade einfach wem. Etwas Großes nähert sich! Oh shit! Nächste Kümmerer. What the fuck? Hey Dominus! Wenn du die Kleinen tötest, lockst du die Großen an! Helfen wir denen gerade mehr als was selber zu tun? Oh, Spaß, ist gerade noch. Das ist super nice. Bitte schön. Big Zombies. Bibu Baba. Den erwirft Treibstoff für deine Kräfte Sweet Bekämpfung ab. Ach, da. Jetzt sehe ich ihn erst. Das ist der kleine Roboter. Wow. Okay. Und wenn wir langlaufen, macht das alles Bumm. Weil ich brenne. Aha. Boom, boom. Zombies. Gete Matschepampe. So. Alles geschafft. Rückstände gesammelt. Nice. Aber mehr Zombies platt machen. Ja, so jetzt nicht großartig. Nein. Karl. Alles nice? Nein. Wo bist du? Dude. Ich sehe dich nicht mehr. Und da habe ich es geschafft. Scheint fertig sein. Oder? Heute sind... Hä? Okay, irgendwas habe ich nicht verstanden. Auf ein neues. Dürfen wir ihn einfach nicht... Rückstände gesammelt. Das ist alles kein Problem. Aber warum das gerade... Ach, ich weiß es nicht. Ich weiß es gerade einfach nicht, was da passiert ist. Das blaues Feuer. So. Machen wir Matsche bei denen. Alles gut. Jetzt dürfen wir einfach... Darf ich jetzt einfach diesen kleinen Roboter nicht verpassen. Wow. Wow, ich hab's also schon gerade fertig gehabt. Na, perfekt. Nun gut, jetzt ist es aber perfekt. Und wir haben das mit den Zombies geschafft. Yeah. Und hier, was ist auf der anderen Seite der Brücke? Kleine Wupsis. Okay. Das ist auch das Gebiet, was... Ist hier nichts? Hier einfach knallhart nichts ist. Wow. Ach, falsche Taste. Was ist das für ein unbekanntes Gebiet? Ist da denn irgendwas? Oder ist es wirklich super langweiliges Gebiet? Werden wir ja gleich sehen. Und super langweiliges Gebiet. Na, perfekt. Aber die nächste Landaufnahme ist dort. Wow. Einzige Wow. Wow, wow. Gut, das war auch gerade wow. Damit habe ich nicht gerechnet. Die Landaufnahme erfolgt dort oben. Dann springen wir da mal hoch. Schubdiwabda, schiblewabba.
Noch höher. Das sieht doch gut aus. Platzieren. Fahne platziert. Ey, ich habe jedes Panorama rausgelassen. Oh Gott. Jetzt sind wir ja da, wo wir vor vielen, vielen Folgen mal waren. Wowie. Okay, wir sehen uns, wenn ich dort irgendwas Interessantes gefunden habe. Yeah! So, wir befinden uns jetzt gerade hier oben, weil das nächste Panorama auf uns wartet. Durch echt alle knallhart einfach nicht gemacht. Bin einfach nirgendwo hochgeclimbt. Als krasser Bergsteiger, yo. Oh. Platzieren wir noch einen. Wunderschön. Stufenaufstieg. Nice. Natürlich, wenn wir jetzt so viele Punkte in dem Bereich kriegen. Oh, wow. Ein See. Oh, da waren wir noch nicht. Nice. Herausforderung beginnt. Lauf in der Statue in der Mitte des Gefängnistodes. Okay. Oh Gott, ich hätte den Knopf drücken müssen. Schon wieder tot. Der erste Schritt besteht darin, sich einzugestehen, dass man ein Problem hat. Ja, das habe ich wohl. Oh boy. Ey, und jetzt werde ich sogar noch hier so runter... Belohnung. Wenigstens habe ich eine Jacke bekommen. Ja, wenigstens etwas, Mensch. Für die Dummheit, die gerade groß zutage ging. Oh, und das ist auch noch so fies, dass es auch noch so knapp jetzt ist. So knapp nicht. Herausforderung nicht bestanden. Nee. Du mich auch. Okay. Hier ist tatsächlich ein Gefängnis. Wieso wurde ich hier nicht hingeschickt? Verstehe ich nicht. Aufgabe. Kopfgeldtafel. Die Rache. Dieses Mal ist es unpersönlich. Exekutationsverlautbarung. Kraft der mir mit Kaiser verliehenen Macht verfüge ich, Vorsteher Clodius. Die standardrechtliche Hinrichtung der Insassen Fox Hartfels. Fortschritte? Diese idiotischen Verbanden sind verängstigte, eingesperrte Tiere. Die abscheulichen Traditionen dieser Einrichtung verlangen, dass der Direktor, also ich, neuen Gefangenen Schockkragen umlegt. Ich werde aber meine Hände nicht schon bei der Einführung dieses Abschauens beschmutzen. Was genau meinst du mit Einführung? Beim Blut des Kaisers verstehst du denn gar nichts? Jedem neuen Insassen muss bei der Ankunft im Gefängnis Totenfels ein Schockkragen angelegt werden. Okay? Jetzt mal ehrlich, wie soll ich diesen Abschaum sonst kontrollieren, ne? Warum muss ich das machen? Ich bin der Direktor dieses Gefängnisses, ein Spross aus edlem Hause. Kein einfacher Arbeiter, verflucht seien die Traditionen meiner Vorgänger. Okay, wenn ich Geld krieg. Du tust mir einen Gefallen und ich lasse dich nicht einsperren. Sobald du damit fertig bist, melde dich bei meinem Stellvertreter Makar Rückenbrecher. Alles. Wow. Okay, das sind die Insassen. Geht rein, Mensch! Zack, ihr Verbrecher! Alle! Du kleiner Mann! Ja, guck nicht so böse! Und du, was ist mit deinem Auge los? Was ist mit deinem Auge los, Boy? Alles klar. Können wir sie reinlassen? Leute, können wir sie reinlassen? Achso. Ich muss sie jetzt annehmen. So. Na. Das ist. Scheiße! Nein, du wirst mich nicht verhaftet! Alles klar. Du bekommst das. Hey, schön gut, man. Brech mir nichts. So, dann du, Dude.
Ark, aufhören, ich gebe ja schon auf. Und du kriegst auch noch einen. Komm schon. Nice. Du wirst mich nicht drangen. Hihi. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh. Boom. Aber der Boombar. Tja, du müsst schon vorher fliehen. Würde mein Stolz eines Verbannten sterben. Ciao. Und vom Bob. Bitte tu mir nicht weh, Mann. Bitte tu mir nicht weh. Es sind 3. Wow. Doch so viele. Unglaublich. Oh, Gemischbahnhändler. Hallo. Ich falsche nicht. Ist nicht meine Schuld. So lautet das Gesetz des Dominion, Miss. Das, ja, 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 ja. Das kann jeder behaupten. So, und nun? Und nun? Achso, nun darf ich mit dem anderen reden. Weil das erledigt ist. Hallo, Gefängnis. Wow. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass hier noch ein großes Gefängnis ist. Hallöchen. Eine Statue. Sehr sexy. Hast du etwas in Erfahrung gebracht? Was ist dein Begehr? Dass du die Hände im Dienst für das Dominion schmutzig machen willst, zeugt von deiner Lolalität. Bist du bereit für die Drecksarbeit? Yes, Sir! Clodius glaubt, dass er diesen eingesperrten Bässchen an Kampfeswillen mangelt, aber ein Raubtier wird nicht so einfach zur Beute. Durchsuche ihre Zellen, töte alle Gefangenen, die Widerstand leisten. Mit Vergnügen, Sir! Zwing mich nicht, meine Wahl zu bereuen. Glaub ja nicht, dass diese Jagd unter deiner Würde ist. Diese Bestien sind wild. Es gibt hier feindselige Insassen, die wie räudige Dagun ausgeschaltet werden müssen. Das wird den anderen eine Lektion sein und die Gefahr für das Gefängnis deutlich mindern. Ich werde ihnen ein Exempel statuieren. Oh Gott. Mögen die Herzen der Feinde vor Furcht beben. Wir dürfen nicht zulassen, dass diese Aggressivität auf die Bevölkerung übergreift. Ja, jetzt machen wir sehr, sehr nette Aufgaben. Wir töten aufdringliche Gefangene. Weil wir sind natürlich die Guten. Was glaubt ihr denn? Wir machen einfach nur was für Macht, für Geld, für den Adel? Nein, wir sind halt das Überlegene. Kritisch. Kritisch, würde ich mal sagen. Kritisch. So, und... Ich danke. Wir haben noch Zeit für die eine Quest, oder? Oh ja, ich kann es gerade voll nicht einschätzen. Ja, ja. So, ich muss einfach irgendwelche platt machen. Random. Okay. Kennt ihr das? Entführt so random ins Gefängnis, tötet ein paar Insassen und sagt sich so, hey Boys, ihr seid böse. Glaube ich. Weiß ich nicht. Ist mir auch egal. Das wird sicher dem super gut tun. So, ich kann das jederzeit hier öffnen. Ich muss die Dinge aufsammeln. Haha. Oh, der Sack scheint leer zu sein. Nice Kicken. Ah, ist nicht gut. Nicht gesund. Der Dude fällt um. What? Woher kommt? Aus Waffenversteck wurde entdeckt. Shit! Oh, ich mach Bum Bum! Oh, schon ganz schön viel. Was habt ihr denn da, Boys? Das ist ein Lager mit Vorräten. Hehe. Brennt! Ihr kleinen Würmer! Boom! Ich hab grad keine Power mehr. Dann müsst ihr auch noch drauf gehen, bitte. Bitte, Dankeschön. Da haben wir 50%. Also müssen wir noch ein paar Kisten und dann haben wir es erledigt. Super nice. Du bist es wieder. Du führst diese Waffe geradezu meisterlich. Wenn wir Feinde wären, wärst du mir ein würdiger Gegner. Ja, zu schade. Die nordwestliche Seite liegt in Trümmern. Wir brauchen eine schärfere Klinge, um den Aufstand niederzuschlagen. Aufstand im Nordwesten!
Okay, da müssen wir gleich auch hin. Aber erst in der nächsten Folge von Wildstar. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, schaut in der nächsten Folge ein, wenn wir mehr Action im Gefängnis haben und den Prison Break verhindern wollen. Alles klar, ich bin Zavex und da läuft ein Traken durch mich durch. Bis denn, Tschüssikowski. Ciao.